Ja, Smart Standards sind die digitale Zukunft der Normung und wir sorgen dafür, dass die Zukunft nationalen Stakeholdern greifbar gemacht wird. Der Demonstrator zeigt, wie man Smart Standards in Software zur Charakterisierung von Leistungshalbleitern einsetzen kann. Und dazu haben wir eben hier einen Teil mitgebracht. Das ist ein Oszilloskop und ein Gatetreiber, der für diese Messaufbauten eben gebraucht wird. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Software dabei. Und der Demonstrator demonstriert eben, wie dieser Aufbau durch eine Software gestützt gesteuert werden kann. Und dann auf der anderen Seite, wie diese Software von Smart Standards eben profitiert und wie der Nutzer der Software eben auch sich dann die Standards oder die Normen dann zunutze machen. Der Smart Standard ist auch an diese Software angebunden. Auf der einen Seite ist es dann eben für den Bediener der Software so, dass er jederzeit auf Inhalte des Standards zugreifen kann, die über eine Web-API zur Verfügung gestellt werden. Und der Benutzer der Software eben somit immer weiß, dass er normkonform handelt, also die Charakterisierung nach Norm durchführt und bei Änderungen der Norm eben auch Änderungen in der Software mitgeteilt bekommt und dann Schlüsse daraus ziehen kann, ob diese Änderungen für ihn als Operator relevant sind. Auf der anderen Seite können wir als Entwickler der Software Vorteile aus dem Smart Standard ziehen, weil wir die Änderung der Norm in den Entwicklungsprozess direkt einbinden können. Das bedeutet, im Gegensatz zu papierförmigen Standards, die wir eben dann nebeneinander legen müssen und gucken müssen, okay, wo gab es Änderungen, kriegen wir dort direkt in einem für uns verwertbaren Format die Änderung mitgeteilt und können dann entsprechende Updates fahren. Ich nehme mal ein Bild, was wir beim TÜV Süd immer so schön sagen. Wir schreiben dann gelbe Post-its in die Standardseiten rein, weil man sagt, ja, das musst du so auslegen, in dem Kontext so, so, so. Und am Ende ist die Seite, hat mehr gelbe Post-its, als eigentlich der Standardtext hat. Aber für mich ist es wichtig, dass wir Fehler oder Schwächen oder Unvollständigkeiten, die in so einem Standardwerk immer irgendwo drinstecken, sehr schnell füllen. Es wird auch sozusagen bestimmte Auslegungen und Mehrdeutigkeiten sozusagen vermeiden. Und das ist eigentlich das, was wir alle benötigen. Und deswegen ist das ein Riesenfortschritt für uns alle weltweit. Das ist im Prinzip die Quintessenz, dass man Iterationsschleifen im Entwicklungs- und Herstellprozess so nicht mehr haben wird. Ja, die Standardisierung ist generell eine Gemeinschaftsaufgabe. Viele Experten kommen zusammen, um den richtigen Standard im Konsens zu erschließen. Und genau das Gleiche brauchen wir auch bei der Digitalisierung. Normung wird vielfältig eingesetzt und wir müssen gucken, was sind die unterschiedlichen Anwendungsfälle, wie kriegen wir die zusammen und wie kriegen wir sie in die digitale Norm und in die digitale Anwendung. Und genau deswegen, um die ganzen relevanten Player an Bord zu bringen, brauchen wir Initiativen wie IDIS, wie die Initiative Digitale Standards.